Macht nichts, wenn es schnell geht. Hallo ihr beiden, ihr wolltet mit mir sprechen, habe ich gehört. Ein Drache, der im Nichts verloren ist. Im Gegensatz zur Apokalypse und eurem Raumfahrtprojekt wird das wahrscheinlich ein regelrechter Spaziergang. Fast etwas tief gestapelt für einen Abenteurer deines Kalibers. Spaß beiseite. Zeigt ihn doch mal her, euren Seelenwächter. Den mit dem nichtsbedingten Verschleißspuren, meine ich. Gott, ich kann nicht mehr lesen. Oh, interessant. Man sieht einige winzige Kratzer. Und um diese oberflächlichen Schäden herum scheinen mir seine Wirkung bereits beeinträchtigt. Es erinnert mich an Nero. Damals hat sich das Nichts ebenfalls über eine Wunde in ihm eingenistet. Und? Denkst du, dass dieser Talisman robuster gemacht werden kann? Wir haben durchaus ein Mittel zur Härtung von Schmuckstücken und dergleichen. Allerdings weiß ich nicht, ob und wie es mit den bestehenden alchemistischen Verbindungen reagieren würde. Besser wäre also eine Art Rüstung. Eine Verkleidung um den Talisman herum, meine ich damit. Aus einer Legierung mit besonders hoher Ätherleitfähigkeit, um die schützende Funktion des Talismans auch nicht einzuschränken. Eine winzige Rüstung, das gefällt mir. Lasst mich die Sache aber noch mit Nero besprechen. Er verfügt über die umfassenden und genauesten Daten, was den 13. Splitter angeht. Wenn es nicht nur so ein Krampf wäre, unser großes Genie dazu zu bringen, sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen zu halten. Nie ist mir ein waghalsiger Mitarbeiter untergekommen. Das sage ich euch. Es könnte also ein Weilchen dauern. Seid gewarnt. Verstanden. Wir wissen ja, wie beschäftigt ihr seid. Danke, Sid. So lange wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen, Hybrid. So, nimm mir das nicht übel, ja? Weil ich kenne uns, dann geht das, glaube ich, ganz noch länger. Ich wollte jetzt nur noch schnell die Story machen und dann nochmal einen Vogel versuchen für Mappa. Danach so langsam Richtung Bettchen. Nee, alles gut. Also sei mir bitte nicht sauer, ja? Da ist doch schon Viertel drei, wa? Ja, deswegen ja. Weil sonst verpenne ich es morgen tatsächlich mit dem Mond rauszugehen. Und meinen kompletten freien Tag. Die größte Hürde ist Jesse und ihr endloser Sturm an Anfragen und Forderungen. Aber das wird schon. Um den Seelenwächter hätten wir uns damit gekümmert. Jetzt fehlt noch der künstliche Atomus. Wollen wir Nidana etwas auf den Stoßzahn fühlen gehen? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hi. Wo muss ich jetzt hin? Ist das ein Hin und Her? Wie weit bist du eigentlich, Papa? Den haben. Oh toll, jetzt ist er weg. Entschuldigung. I'm so sorry. Einfach in den Spalt verschwunden. Es tut mir leid. Aber ich bin durch die Sequenz. Ah, okay. Ja, ich hab die nächste jetzt. Oh, es wird geredet. Macht ihr gute Fortschritte mit dem Seelenwächter? Sowas aber auch. Ich denke schon. Ein zeitaufwendiges Unterfangen, aber die Theorie steht.
Und das ist bekanntermaßen das Wichtigste. Auch ich habe viel aus den Archiven im Megaduta-Tempel lernen können. Allen voran fand ich eine Bestellung alchemistischer Ingredienzen aus exakt der Zeit, zu der die Schatzkammer errichtet wurde. Sie scheint mir der Schlüssel zu unserem künstlichen Atomos zu sein. Sofort bat ich den Tigel von Alchemia um die Beschaffung eben jener Zutaten. Doch mein Anliegen weckte dort derartiges Interesse, dass ich gleich handfeste Unterstützung bekommen habe. Bei einem Unterfangen rund um ein Nichtsportal hätte ich mit mehr Skepsis gerechnet. Der Glanz in ihren Augen gleich dem ihrer Vorgänger. Auch sie motivierte die Wissenschaft, die Aussicht, ein Rätsel zu entschlüsseln. Und auch ihr habt euren Herzenswunsch einst über die drohende Gefahr gestellt, nicht wahr? Als Midgard-Zorm in seinen tiefen Schlaf fiel, war ich meinem Ei noch nicht entstiegen. Ashtaya hielt mich sicher und warm, bis ich die Schale durchbrach. Auch danach wich ich ihr nicht von der Seite. Gleich eines Kükens, das stets der Henne folgt. Für mich ist sie so viel mehr als eine Schwester. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denken muss. Seit ihrem Verschwinden lodert in meinem Herzen ein brennend heißer Wunsch. Ich will mit ihr wieder durch die Lüfte gleiten, Seite an Seite. Und doch darf ich nicht. Ihr sprecht, als stünde das Himmelsheer nicht auch wachend über Razzatam. Nadine? Der Ehrenwerte Estinien unterrichtete mich bereits. Magistrat, seit Jahrhunderten stellt ihr euer Dasein in den Schutz unserer Stadt. Selbst euer wahres Antlitz habt ihr verschleiert, um uns nicht zu schrecken. Wir sahen euer Opfer, als ihr euch als der wahre Magistrat zu erkennen gabt. Ihr habt unsere Herzen berührt, ehrenwerter Vritra. Ist es nun wahrlich so verwunderlich, dass wir Anteil an eurem Leid nehmen? Wir sind zäh, Magistrat. Selbst dem Ende hielten wir stand. Das Himmelsheer wird über Tafner wachen, wie der Götter wahre Blick. Nabdin, ihr beschämt mich, aber... Ah, jetzt ist es aber genug. Dieses kleine Gesicht. Ich kann nicht anders. Verzeiht. Vashan, ich habe es dir doch schon gesagt. Du bist unser kleiner Bruder. Wir sind eine Familie. Und deine Schwester? Die gehört selbstverständlich auch dazu. Also lass uns helfen, ja? Du vermisst sie schon so lange. Ich kann es nicht zulassen, dass du sie nun aufgibst. Mit vereinten Kräften werden wir uns einen Weg zu eurer Schwester bahnen. Das versprechen wir. Machen, wie ich die nächste Mahlzeit auf den Tisch bekomme. Deswegen, naja, ich weiß, wie es ist. Die ganze Zeit hatte ich Angst, dass mir jemand meine Schwester wegnehmen würde.
Ja, ich erkenne die Worte wieder. Und heute muss ich gestehen, dass sie einem Geist entsprang, der seinen eigenen Stillstand verleugnete. Du sprichst die Wahrheit. Ich muss voranschreiten. Führer Satan und Ashtaya. So wird Vashan eine Weile nicht zugegen sein. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Doch wird der Drache Vritra weiterhin im Megaduta-Tempel verbleiben und sich seinen Pflichten als Magistrat stellen. Zumindest das kann ich versprechen. Während Vashan auf Reisen ist, wird mein Blick jedoch nicht weit schweifen können. Bis Ashtaya zurückgekehrt ist, will ich mich also auf eure Stärke stützen. Aber gib ordentlich auf dich Acht, ja? Wir hängen sehr an unserem kleinen Bruder. Ja, dies ist mir heute deutlicher geworden denn je. Estinien, du hast ganze Arbeit geleistet, so viel Zuspruch für den ganzen Magistrat zu organisieren. Es war ja auch nicht mehr auszuhalten. Zumindest für Rasatan jetzt von den nächsten Seufzern eines hohen Drachen verschont werden. In der Mihane habe ich einen verstörten Reisenden getroffen, der dachte, dass die Apokalypse erneut über uns hereinbrechen würde. Aber von dir haben wir noch nichts gehört, mein Lieber. Du scheinst von der Aussicht auf eine Reise ins Nichts nicht gerade angetan. Als ich Nidoks Schatten in mir trug, teilten wir auch unsere Gefühle. In mir brannte aber nicht nur der feurige Hass auf alle Sterblichen. Mehr noch erinnerte ich mich an seine Trauer um Ratatos. Sie war so tief und kalt und schwarz, dass mir das Mark in den Knochen gefror. Niemand sollte einen solchen Schmerz fühlen müssen. Und erst recht nicht der gute Magistrat. Alleine dafür lohnt es sich, meine Lanzen zu schwingen. Okay. Wir haben es zumindest mit dem Moment nicht mit einer apokalyptischen Bedrohung zu tun, also sehe ich dazu wenig Grund. Nun zu den Einzelheiten. Im ersten Splitter wurde die Lichtflut in letzter Sekunde aufgehalten. Doch im 13. wusch die Flut der Dunkelheit gänzlich über das Gestirn hinweg. Wir werden ihn nur Stück für Stück erkunden können und müssen auf jede Art von Gefahr vorbereitet sein. Daher sollten wir uns einen Stützpunkt in der Nähe des Portals suchen. Ich schlage die Gästezimmer des Megaduta-Tempels vor. Ich werde umgehend alles Nötige in die Wege leiten. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da. Nein, ist das das Ende? Bitte dies. No. Wann kommt der nächste Patch? Halt mich aus. Ich will nicht. Hab ich das mal erwähnt? Ich nicht wollen. Und deswegen benötigen wir nun eine angemessene Unterkunft. Haben wir entsprechende Räumlichkeiten für unsere Gäste? Die Gästezimmer des Tempels dienen im Moment noch als Lager für die Reichtümer als Schatzkammer. Sobald die Aktivität der Kalsal-Stiftung jedoch in Gang gekommen sind, wird sich Platz finden.
Ich verstehe, vielen Dank. Bitte lasst mir eine Nachricht zukommen, sobald die Räume frei sind. Ich finde schon witzig, vor ein paar Monaten war ich daher noch an MSQ von Shadowbringer machen. Jetzt sieht es hier voll voraus. Ja, klar! Als wenn ich warten würde. Ich war so gehypt. Wobei Kitty war schneller, aber Kitty liest doch nicht laut vor. Das war der kleine Unterschied. Kitty hatte mir halt was voraus. Aber so durchs Lesen? Ja. Ich glaube, wenn ich nicht lesen würde, dann wäre ich auch schneller. Hat sogar schon die Jobquest fertig. Ja, Kitty hat schon die Jobquest fertig. Ich habe sie noch nicht mal gefunden. Aber wahrscheinlich wird sie dann ja gleich frei. Ich starte dann morgen früh durch. Ja, aber lass dir auf jeden Fall Zeit. Ja. Lass dir auf jeden Fall Zeit und genieße es. Genieße es. Wenn du Ali Raid machst, sag Bescheid. Ja, sag Bescheid. Wenn du Inni machst, sag Bescheid. Es wird also nicht lange dauern, bis ich euch eine Unterkunft anbieten kann. Wir stehen wahrlich in eurer Schuld, Vitra. Hab ja schon mir vorab Spoiler geholt. Ja, da bist du schuld. Keineswegs. Ihr stürzt euch in unvorstellbare Gefahr, um mit mir nach meiner Schwester zu suchen. Eine angemessene Unterkunft ist das Mindeste, was ich im Gegenzug für euch tun kann. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über den 13. Splitter. Im Moment kann ich weder einschätzen, wie lange wir für diese Expedition brauchen, noch ob sie am Ende von Erfolg gekrönt sein wird. Jetzt renne ich allein. Hi, Brit. Söhnchen aus. Ja, Hybrid aus. Okay, ein derartiges Versprechen brauche ich gar nicht. Allein der Versuch ist mehr wert, als ich auszudrücken vermag. Danke, Hybrid. In diesem Sinn werde ich nun wieder gehen, Demirs Werk aufbrechen, um Nidana zur Hand zu gehen. Wenn es auf eurer Seite noch Vorbereitungen zu treffen gibt, ist jetzt der beste Zeitpunkt. Das brauche ich mehr als meine Lanze und meine Rüstung. Vielleicht hilft mir das Himmelsherr dabei, die Warterei mit ein paar Übungseinheiten zu verkürzen. Oder stärke mich noch mit einem guten Curry. Du weißt, wie viel mir diese Unterfangen bedeutet. Aber meine Last soll nicht die deine sein, Aldaria. Befreie dein Herz von jeglichen Zwängen und besinne dich auf das Abenteuer, das vor uns liegt. Schließlich erkunden wir eine uns gänzlich unbekannte Welt. Na, kommt noch eine Sequenz? Ja. Ich bin also zurückgekehrt. In die Welt,
möchte ihr helfen. Eklig. Einfach nur eklig. Ja, das Vieh ist hässlich, ne? Einfach nur eklig. No! 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 Ich hab's durch. Arme. Ich muss wieder so lange warten. Nicht nur du. Okay, dafür muss ich meinen Emote machen. Hiya. Okay, mit dem wirkt's nicht. Hey, Aideria. Ja. Willst du ein bisschen Koks? Ja, gib rüber. Jetzt das geht Stoff. Los. Hier, ganz frisch. Was sagst du? Wenn ihr fragt, ich war niemals hier. Kitty geht unter die Dealer. Ich will auch was. Wie war das? Vor ein paar Tagen bin ich gerade erst das Thema so, ne? Mit dem. Ja. Gibt es hier Drogen? Ja, okay. es ist ja ein Koksstein, ne? Also der ja, das ist ja egal. Ich sollte vielleicht nicht als Gourmet da reingehen. Ey, wäre doch witzig. Als Gourmet kämpfen. Wäre eine Maßnahme. Sephiroth oder Sophia? Okay. Mir Latte, ich kann mich an beide nicht erinnern. Ja, einfach reinprügeln. An Sephiroth können wir uns erinnern. Können wir? So ein bisschen, ja. Du nicht. Kitty und ich. Ich habe schon wieder Sequenz. Ja, natürlich, du warst ja auch noch nicht drin. Ja, ist ja auch Zenit. Oh. Das Thema hatten wir ja gerade erst. Ja, in Götterdämmerung brauche ich mit dir nicht rein. Da kriegst du das Mount nicht. Leider. Ja, zu einfach. Ja, natürlich. Sephiroth ist so hübsch. Vor allem, er hat mehr als genug Arme, um jemanden glückselig zu machen. Ja, aber der sollte einen Zahnarzt aufsuchen. Ein Wort. Wenn du was kaufen willst, in Britannia. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Okay, warte, dich angreifen. Aber warum nicht? Ich muss tanzen. Ey, Puppe, schwing das Tanzbein. Bin ja schon dabei. Der erste Koks ist kostenlos. Danach kostet es. Der erste Koks ist kostenlos. Komm, geht pro Kilo. Warum kämpfe ich eigentlich vorne? So, geht schon los. Sagt mir das doch einer. Mappa, es geht schon los. Party time. Party für die Kleinen. Also diesmal sollst du auf jeden Fall schneller gehen. Ja, weil wir mehr Schaden machen. Ja. Merkt man einen schon bei den Netz. Ja. Alles, was hier gerade so rumkreucht und fleucht. Nichts verschonen, bitte. Ach ja, jetzt fehlt er ja erstmal. Wie war das nochmal? Gleich zu gleich oder gelb zu blau und blau zu gelb? Es war umgekehrt, glaube ich. Also wenn du gelb hast, musst du zu blau. Ja, blau. Okay.
Ja, nicht, dass ich das wieder verkacke, weil ich wieder farbenblind bin. Sie macht mir Angst, also entgegengesetzt, ja? Entgegengesetzt. Oh, guck mal, eine Wiese! Entgegengesetzt. Ich hab meine Brille immer noch nicht geputzt, merke ich gerade. Ich liebe das Lied. Wird überbewertet, Brille putzen. Oh, ich glaube auch. Okay, ich bin tot. Was? Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder war es doch ins Gleiche rein? Aber dann hättet ihr ja auch okay. Sterben müssen. Oder dürfen da wirklich nur einmal einer rein, die Dinger? Na, krieg ich das hin? Ja, schafft er. Errungenschaft, lebende Ikone. Ja, da wäre es zu schön gewesen, wenn das drin gewesen wäre. Sieht ein Schwert aus. Ja. Gut, ich spiel die Klasse eh nicht, also ist es mir eigentlich Wumpe. Aber egal. Angucken kann man sich die Waffe ja trotzdem mal. Und noch gar nicht raus aus dem Inhalt schon die nächste Anfrage. Geil. Jetzt geht hier Schlag auf Schlag, ne? Ja, ja, weg geht's schon. Und im Wald bin ich einfach Polizist und gucke, wer meine Drogen kaufen. Das warte. Ja. Ich bin Detective Skiddy, hallo? Oh, Mappa hat angerufen. Mappa! Du warst doch schon fertig! Ich war noch lange nicht fertig, ich hab 2 Tänze! Da kann ich ja nichts dafür, wenn du mit deinem Ballettkurs nicht hinterherkommst. Ja, wollt ihr mehr Schaden haben oder wollt ihr nicht mehr Schaden haben? Entschuldigung, ich brauch das gar nicht. Wollt ihr mehr Schaden? Wollt ihr Heilung haben? Ich kann's auch lassen. Ja. Wollt ihr mehr Schaden? Nein. Wollt ihr den Vogel? Nein. Was wollt ihr denn, Mao? Ich weiß gar nicht, was ich noch alles mache. Die maximale EP ausgezahlter Schaden und eigene Heilmagie sind noch mehr erhöht. Also mehr Buffs kann ich euch schon nicht mehr geben. Das hat Mappa nur gemacht, weil ich sie diesmal nicht als Tanzpartnerin ausgewählt habe. Wie viele Buffs möchtest du? Ja. Ja, was denn? Das vereinfacht uns die Sache. Hier hast du mal Blumen. Nächstes Mal einfach stehen. Die erste paar Blumen. Ja, guck mal, wie schön sie wachsen. So, diesmal bin ich nicht gestorben. Also nicht zu 2-3 gehen. Aua. Da ist er. Nice. Sehr, sehr geil. Bist du zu spät am zweiten Mal? Warum hattest du nicht so ein Glück? Vakarius, vielen lieben Dank für deinen Raid. Deine Löchen an dich und deine Mitgeradeten. Was gab's bei euch? Und hallo Potato Pad. Hallöchen.
Wie war euer Stream? Hybrid hat schon gemacht. Schön. Dark Souls 2 und dann 1. Ah! Ich habe noch nie Dark Souls gespielt. Also, brauche ich jetzt die Sephiroth-Totems noch? Nein. Also, es sei denn, du willst dir davon noch irgendwas anderes holen. Es gibt, glaube ich, noch andere Sachen. Da-da. Ein wenig zu viel hier zum Stream gewesen. Okay. Ja, also wir haben heute von Final Fantasy den neuen Patch gemacht. Neuen Raid, neue Innie, neue Story. Jetzt fahren wir gerade ein bisschen Mounts. Ein bisschen Gilden-Timing. Also ganz entspannt heute. Bist du richtig hart reinhasseln. Ja, ne? Juhu! Wer hat Bock auf Sophia? Wir haben Bock auf Sophia! Sophia! Hier läuft soweit gut. Hier läuft soweit richtig, richtig gut. Wie gesagt, recht entspannt heute. Und... Ach, das war doch die Tuse mit links und rechts laufen. Oh, das verpeilt. Ja, mit den Gewichten. Oh, das verpeilt ich doch wieder. Das krieg ich doch wieder nicht hin. Darf ich dir hinterher dackeln? Ich gucke, ob ich es hinkriege. Wie gut ich mich erinnere. Ich übernehme keine Haftung. Okay. Also es ist gerade relativ witzig. Ein bisschen Viecherfarm. Aus dem allerersten Addon von Final Fantasy. Oh. Mappa? Ja? Willst du meine Chakra zu spüren bekommen? Ey, das ist eine halbnackte Olle! Ja, das ist Sophia wahrscheinlich. Eine andere Halbnackte kann ich mich gar nicht erinnern. Uff. Deine Chakren gegen meinen Bogen. Ach komm, geh nach Hause mit deinem Bogen. Ich bleib jetzt auch stehen, damit du tanzen kannst. Das ist super, danke. Ja, ich beweg mich auch den ganzen Kopf über nicht. Das wäre aber schlecht. Ja, stimmst du. Diesmal musst du dich bewegen. Okay. Stehen bleiben ist das Schlimmste, was du tun kannst. Jetzt könnte. Warum habe ich Sprint aktiviert? Weil ich blöd bin. Ah. Weil du es kannst. Mhm. Und wie ich es kann. Glitzer, Glitzer, Funke, Funke. Das ist das Einzige, was man gerade hier sieht. Hi. Hi. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, von wo man das sehen sieht. Okay. Okay, ja, gut. Also wir hätten in die andere Richtung gemusst. Hä? Woran sehe ich das denn? Das ist doch kacke. Der erste ist random. Problem. Glaube ich. Oder er ist immer links. Ich glaube, er ist immer... Wir müssen, glaube ich, immer nach rechts. Also, ne, von... Ich weiß nicht, wie ihr guckt. Von mir aus rechts. Hm? Kann ich mich nicht einfach unten am Boden festbeißen? Nein. Oh. Du bist kein Granitbeißer. Du kannst es mit Dings versuchen. Abtausch. Mit Abtausch. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir übernehmen aber keine Haftung, dass das auch wirklich funktioniert. Ich geh schon mal. Geht. Halt. Okay. Ja. Geh trotzdem schon mal hier hin. Prüfe diese Seelen. Jupp, das funktioniert wirklich. Jupp, und es ist auf jeden Fall die Seite wieder. Ich war fast zu früh gezogen. Nein! Arschloch. Warum habe ich mich nochmal bewegt? Okay, jetzt geht also nach rechts. Also das von rechts nach links und dann von links nach rechts. Kitty! Go, Kitty! Go, Kitty! Wer ist denn mein Tank drin? Dann würdest du es wahrscheinlich schaffen. Umgelaufen. Das war Absicht.
damit wir sehen, wie es funktioniert. Mein Leib. Strafe die Unwissenden. Bei den anderen Wagen, wenn ihr so weit kommt, müsst ihr schauen, wo mehr Strahlen in die Schalen gehen. Auf die Seite fühlt ihr nicht, okay. Kitty, so. Go Kitty, go Kitty, go Kitty. Oh Gott. Go Kitty. Oh. Und dann bin ich seit langem wieder auf Twitch und dieser Foto streamt. Ja! Ich streame jetzt seit 11 Stunden. Mein Hund freut sich. Mensch, die Alte ist ganz schön geladen. In der Tat. Was denn das Wort ist, ne? Ah ja, Abstand funktioniert auf jeden Fall. Aber Nanaki, wie geht es dir? Was treibt dich zu so später Stunde noch auf Twitch rum? Nein! Falsch getanzt. Egal. Ich denke, du bist wieder gestummt, Info. Wieso? Weiß ich nicht. Ich bin schon wieder nicht drauf gekommen. Ich hasse diese Tastatur langsam mal. Also langsam hasse ich sie wirklich. Sie mag dich nicht. Nee. Ich komme halt auch einfach nicht auf diese Taste drauf. Die liegt halt einfach auf der komplett anderen Seite. Da berühre ich die Taste nicht mal. Also. Schlaflos, genervt, sucht Entspannung. Oh Gott. Oh Gott, oder suchst du sie hier? Ei. Hey, ich hab's raus. Ja, hier hat man was zu lachen, das dürft ihr. Ja. Ja, gut, stimmt. Hier ist es relativ lustig. Von der Tank. Ich snack alles an Schaden. Okay, leider nicht gedroppt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Schwert sieht auch kurz cool aus mit dem Goldschwarz. Ich brauch die Sachen nicht. Also bis 3 Uhr mache ich auf jeden Fall noch. Danach muss ich leider ins Bettchen. Ja, aber ich werde auch langsam mit dem Bericht zugeben. Ja, Problem ist halt, ich muss halt morgen mit dem Hund. Ich habe halt leider kein Herrchen gerade, was mit dem Hund morgens Gassi geht. Das Herrchen den Hund nicht mitnehmen können? Nee, in den Hotels ging leider kein Hund. Ach, die meisten schade. Hotels wollen keine Hunde bei sich. Wirklich, ja. Yeah. Außerdem ist es für den Hund Stress pur. Außerdem, ja, wenn er die ganze Zeit unterwegs ist, wer geht da mit dem Hund Gassi? Ah, nicht, ihr wartet. Die Hotelangestellten. Die freuen sich. Die freuen sich in den Ast ab, ey. Genau, kämpft, ergebene Diener. Kämpft! Kämpft und ja, sterbt! Ja, Herrin! Zu Befehl! Machen wir doch schon!
Und teile deine Weisheit mit uns. Welche Weisheit? Ja, wir halten das Gleichgewicht. Immer noch. Wir geben uns zumindest Mühe. Mhm. So immer mal wieder. Oh. Es hat die Mappe zerrissen. Fliegende Lalas. Achtung, Achtung. Wieder nicht, ne? Oh, ach, nö. Leider nein. Leider nein. Naja. Soll halt nicht sein. Mhm. Ja, okay. Wisst ihr, was eine richtig geil befriedigende Sache ist. Oh Gott, will ich's wissen? Einfach hier Kämpferklasse mit einer Projektionsplatte ausstatten zu können. Das geht mir fast ein bisschen ab. Oh Gott. Ja gut, ganz so extrem habe ich es halt nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt wieder auf das Thema Glocken und Möpse. Wollte ich gerade sagen. Glocken und Möpse, Leute. Glocken und Möpse. Schon wieder! Ja, natürlich schon wieder. Ja, das Thema wird nicht alt. Glocken und Möpse sind aber gut. Ja. Aber Möpse schnarchen. Ja, aber Glocken und Möpse. Wartet. Und Glocken machen laut Ding-Dong. Oh ja, das tun sie. Was? Möpse sollen schnarchen? Süße kleine Möpschen. Wer mag keine Möpse? Ja, echt. Die Viecher voll süß. Mhm. Komm schon. Ja, Rollmöpse schmecken auch, vor allem auf dem Brötchen. Am besten klingen Glocken, wenn man am Abend einen Absturz hatte, dann knallt das morgens im Kopf erst richtig gut. Oh, scheiße. Ich habe einen Absturz eingesetzt. Kitty, wie sollen wir das ohne dich schaffen? Luna hat heute Rollmops. Oh, ich kriege jetzt voll Bock auf ein Fischbrötchen, ey, toll. Ja. Der Main Damage Dealer ist tot, oh je. Mein Leib, strafe die Unwissenden. So, auf, geht ein bisschen näher ran, die könnte einen von euch wegpushen. Mhm. Ja, da war der Push. Push mich kurz. Oh Gott. Ich hab extra geguckt, ob die Asteroiden kommen. Hätte ich euch gesagt, wo sie kommen. Nee, leider wieder nicht drin. Wenn du. Ein bis zwei Runden gehen auf jeden Fall noch. In der Hoffnung, dass dann das Viech da irgendwo mal drin ist. Ich hab die Karte gekriegt. Hm. Komm mal hin. Du hast jetzt zumindest. Dir fehlen jetzt zumindest nur noch zwei. Du musst jetzt den Pro-Tipps hier wegschmeißen, ey. Nur 1,5. 3 Liter, je nachdem, wie der Sturz gestern war. Oh je. Absturz, was ist das? Hatte ich einmal in meinem Leben, plus Filmriss, muss ich nicht nochmal haben. Hatte ich öfters. Einen richtigen Absturz hatte ich zweimal, Filmriss einmal. Auf Filmriss hatte ich schon so oft. Also einmal, und einmal richtig. Dass mir erzählt wurde oder an Videos gezeigt wurde, ne? Ah, das war peinlich. Ja, ich kann mich leider meistens an alles erinnern.
Das ist mein größeres Problem. Die Erinnerung. Hintergebene Diener. Ach, wie schön wäre es, wenn ich Diener hätte. Dann Schelle links, Schelle rechts und... Ne? Müsstest du morgen nicht mit dem Hund gehen. Ah, stimmt. Richtig. Prüfe diese Seelen. Hui. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Und wieder sind wir bei Glocken. Ja. Ich diesem Thema nicht weg. Nee, nicht heute. Heute ist der Glockenstream. Heute dreht sich alles im Stream um Glocken. Hunde, Glocken. Kinder, lasst die Glocken raus, wir gehen klingeln. Sie legen mich hier ins Bett. Muss morgen früh was erledigen. Einen schönen Abend euch noch. Danke, Nanaki. Schön, dass du mal wieder reingeschaut toll. Hast. Wieder nicht aufgepasst. Und dir viel Erfolg morgen. Komm, dann wird's auch morgen jetzt schöner heute. Nee. Was? Schild. Ja. Okay. Einer geht noch rein. Oh. Ich glaube, das ändert dich, Cyrus. Wie du gekommen bist, dann safe, Hybrid. Ein Pötchen? Schon wieder. Was? Ich weiß nicht, was das ist, ne? Wartet mal kurz. Ich auch nicht. Vor allem, ich hatte die Taste als... Vielleicht liegt es auch am USB-Hub, wenn sich das Ding rausdingselt. Das könnte sein. Dass das dann sozusagen neu connecten will, es aber nicht kann, okay. Und sich dann stummt. Ich habe jetzt die Hotkey-Taste rausgenommen. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so ist. Weil dann weiß ich nämlich dann echt nicht mehr weiter. Weil ich bin nicht einmal auf die Taste gekommen. Ich hatte die Hand direkt daneben. Wenn es nochmal passiert, kann es wirklich am USB gehen. Okay, gut. Dann tanze ich jetzt erstmal. Jo, dance. Ryan, du wolltest schlafen, du bist ja immer noch da. Ja, Ryan, ab ins Bettchen. Aber zackig. Sonst gibt's den Panda nicht. Kann ich den dann haben? Nein, der gehört Ryan. Verdammt. Ich wusste, Ryan darf noch eine fette Katze besorgen. Ja, sie muss auch noch in den Club der fetten Katzen. Oh, das klingt ja. Ich kann nicht schlafen. Oh. So, und jetzt brauchen wir nicht hier runterspringen. Tschüss. Nö. Oh nein. Oh, Chris, oh. Das geht nicht zerrissen. Ich habe auf den Chat geguckt. Wo war denn Abtausch? Oh no! Der Abtausch in meiner rechten Hosentasche, habe ich da vergessen. Oh Gott. Verdammt. Haltet das Gleichgewicht? Liegt ja schon eine Weile, muss ich mal auswaschen. Oh mein Gott. Was mit den Bildern aus dem Kopf? Ein Leib, strafe die Unwissenden. Und Spitze, Papa! Hau rein! Du schaffst das! Leute, ey! Man merkt, ihr werdet müde. Ich würde lachen, jetzt ist der Vogel drinne. Nö, ist er nicht. Oh. Wie sieht der Stock aus? Sophia Edelsteinsplitter, ist das schon wieder was Neues? Nee, damit kannst du die Waffe, die sie hier droppt, nochmal verbessern. Jupp.
Naja. Dann beim nächsten Mal. Da bist du sogar der letzte Vogel, der noch fehlt, ne? Nee, Sovan fehlt noch. Stimmt, Sovan. Sophia und Sovan. Vier habe ich jetzt, glaube ich, ne? Vier oder fünf? Warte, ich guck mal. Fünf. Zwei hattest du, drei haben wir dir geholt. Düsterlane habe ich, Kriegslane habe ich. Von fünf. Rundlane, den Rotlane und den Weißlane. Von fünf habe ich.